Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Corbon Nations of UltraCore. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Leute. Wir gehen jetzt gleich mal rüber zu den Kleeblättern. Wir müssen hier am Fluss, genau hier ist das. Okay, dann müssen wir erstmal über die Brücke. Genau, ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen sammeln, damit wir zumindest mal alle Rezepte haben. Genau, ein paar Kleeblätter haben wir noch einstecken. Okay. Ja, bei mir ist gerade mitten in der Nacht. Deshalb rede ich auch ein bisschen leiser, um meine Mitbewohner nicht zu stören. Ich bin noch überhaupt nicht müde. Ich bin total aufgeregt. Jetzt genau im Gegenteil. Zu müde. Ich möchte jetzt einfach unbedingt noch die übrigen Rezepte haben, die mir noch fehlen. Habe ich jetzt so richtig Lust drauf. Ich weiß ja gar nicht, wie lange dieses Update noch dauert. Also, bis sie das wieder rauspatchen mit den Kleeblättern. Und ja, ihr kennt mich vielleicht. Ich möchte auf jeden Fall so Rezepte haben. So, Moment. Wo müssen wir jetzt genau lang? Ich glaube, wir müssen dahin, oder? Also eher mal so außenrum. Nee. In die Richtung. Ja, noch weiß ich die Stellen nicht auswendig. Ich habe mir zwar nochmal in mein Video reingeschaut. Und deshalb weiß ich die letzten beiden, die wir angegangen sind, noch nicht so ganz. Aber die ersten beiden weiß ich, wo die sind. So, aber wir machen jetzt heute nur das. Okay, wir sind jetzt da. Moment, wir sind ja eigentlich gar nicht mal so richtig. Warte mal, da können wir ja eigentlich gleich in die Schneegebiete gehen, oder? Da hierbei. Ja. Ist ja okay. Wenn wir schon da sind. So, wartet mal schnell. Ja, genau, wir sind da unten. Dann gehen wir gleich mal in das. Das, was so ein bisschen anstrengend ist, weil wir halt da die Gegner haben, gerade da, wo wir den Fels aufhacken müssen. Da sind ja leider die Icy Palace. So, schon mal die Hacke in die Hand. Dann mal, können wir uns da durchschleichen. Okay. So, gut. So, und dann sammeln wir mal. Hier oben noch was? Nein. Mal Schwert auf den Rücken. So. Schauen wir mal. Ich hoffe, wir haben hier einige. Mal auf hier. Gut, Amposit nehme ich trotzdem mit. Genau, wegen Rubinen. Aber auch wegen dem Erz selbst. So. Genau, und dann waren hier noch um den Teich welche. Okay, gut, viele sind es nicht. Aber dafür können wir wahrscheinlich von dem blauen Meer abgreifen. So. Da. Okay. Hier. Da ist noch eine. Ist das schon wieder alles? Moment mal, ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter hier außen rum schauen. Da doch noch welche sind vielleicht. Ne, die haben das wirklich sehr
Ah, hier ist auch noch ein Teich. Ah, schön. Okay, den habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Okay. Gut, du kommst mit. So, mal schauen, ist da noch ein dritter? Ja, ah, super gut. Okay. Cool. Ja, umso mehr, umso besser. Dann können wir uns halt gleich auch noch Rezepte holen. Oh. Ja. Mal schön außenrum. Okay. Aber ich glaube, das war's. Okay. Gut, gehen wir zurück. So, nochmal Schwert auf den Rücken. Und hab ich das schon wieder verklickt? Aha. Nochmal Ambrosit. Und ein Opal. Sehr schön. Okay, Moment. Nee, wir müssen doch darauf. So. Die ganzen Viecher jetzt auf einmal abgeblieben. Ich habe jetzt übrigens beschlossen, dass ich den nächsten Folgen, also ich sage mal so, die nächsten Tage hier weiter farme und das jeweils immer aufnehme. Und ich hoffe, das stört euch nicht, wenn wir das jetzt machen, aber ich glaube, ihr könnt es verstehen, denn das ist jetzt ein Event, das zeitlich begrenzt ist und es ist definitiv Abwechslung zum letzten Mal, also zu den letzten Folgen. Moment, wir müssen. Genau, das war das. Ne, wir müssen da. Ja, komm, gehen wir da oben lang. Ist ja egal. Wir müssen ja eh da zu dem. Über den anderen Fluss rüber und zum Friedhof. Da könnten wir das hier über die Stadt hier machen. Ihr versteht euch, okay? Genau, also ich möchte auf jeden Fall jetzt einige Kleeblätter sammeln und das halt auch dann in den Folgen drin haben. So, Moment, also hier müssen wir nicht hin, sondern da ist irgendwo da oben, genau. Wie kommen wir denn da jetzt hin am besten? Ich glaube hier. Genau, da ist diese grüne Stelle und hier ist der Friedhof, genau. So, jetzt schauen wir mal, sind bei diesen Gräbern auch welche? Nee. Nee, das zählt wohl nicht. Okay. So, gleich wieder gefunden, sehr schön. Und da könnte man auch noch mal ein bisschen großräumiger rumschauen. Also mir ist es vor allem wichtig, dass wir grüne und blaue haben. Und die gelben und roten, die können wir für die Rezepte ausgeben. So, Moment. Das war das. Hier ist noch was. Okay, schauen wir mal. Moment mal. Gibt es hier oben noch irgendwas zufällig? Ich hätte gerne noch ein paar mehr. Rote haben wir wirklich nicht viel. Okay. So. Wartet mal. Ah. Ja, es lohnt sich also dann nochmal weiter zu schauen. Okay, also hier sollten wir nicht drunter. Moment, hier durchs Gemüse. Da sehe ich nichts. Was gibt's hier? Aha. Aha, schön. Sehr schön. Super gut. Moment, hier geht's aber wieder runter, gell?
da noch irgendwo eine Stelle? Hier hat man Mondstein. Sind hier noch Blumen? Nee. Okay, dann nehmen wir den Mondstein hier noch mit. Ach, das sind zwei Brocken, okay. Sporen, sehr gut. Moment. Aber wichtiger sind die roten Blumen. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas ist. Okay, nee, ich glaube, da haben wir jetzt alle. Ah, da sehe ich nichts mehr. Okay. Moment, wie viel haben wir denn? 21 und 26 gelbe. Ich schaue noch mal kurz durch hier. Scheinen alle geschnappt zu haben. Genau, aber auf jeden Fall mal großräumig außenrum noch schauen. Da haben sie auch noch welche platziert. Das ist doch super. Okay. Nee, ich glaube, das passt. So. Hier noch was? Nee. Nee, ich glaube, wir haben alle. Okay, dann. Hui, weit. Hier müssen wir hin. Sollen wir eigentlich... könnten wir eigentlich ja komplett dem Fluss folgen, oder? Ah, nee, Schmarrn. Da sind Stellen, wo man weit runterspringen muss. Das machen wir nicht. Naja, gut. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ah, genau. Wegen der... wegen diesem Lehm-Griss-Dings. Diesem Herd, oder wie man das nennt. Da habe ich auch mal im Discord nachgefragt von Blankans. Und die wissen das selber noch nicht so genau. Und die werden dann mal schauen. Ah, sehr schön. Was ich mir vorstellen könnte, denn es heißt der Lehm und Griss. Lehmofen Griss, genau, irgendwie so ähnlich. Dass man das eventuell bei Lehm rausbekommt, das Rezept dafür. Oder auch bei Griss. Griss sind ja die braunen Bären, also unsere Bärchis. Mal, kommen wir da hin. Ohne dass da was nervt. Sorry, ich muss jetzt da mal so bescheuert laufen. Okay, gut. So, weiter geht's. So, da haben wir... Na, okay, Pilz bloß. Da haben wir jetzt... Warte mal. Wir sind jetzt da. Ne, dann gehen wir gleich mal da lang. Dann würde ich sagen... Wenn wir ja jetzt die ganze Zeit jetzt eher mal Kleeblätter sammeln... dass wir zwischendurch auch mal eine Lehmrunde machen und mal schauen, ob da so ein Rezept rauskommt. So zur Auflockerung quasi und mal schauen, vielleicht ist es ja das wirklich. Ja, aber das Wichtigste sind jetzt einmal die Rezepte für diese Sachen und dass wir ein paar auf Vorrat haben, ein paar Kleeblätter,
Ja, ist egal. So. Boah, hier leuchtet aber ganz schön, hä? Ja, ist noch ein bisschen, also grob in diese Richtung hier. Aha, er läuft schon weg. Okay. Das wollte ich jetzt nochmal ausprobieren. Und da vorne sehe ich nochmal einen roten Baum. Schauen wir mal, ist hier Eisen dran? Hier ist Eisen dran. Genau, das brauchen wir natürlich noch. So, Axt in die Hand. Und schnappen uns den. Oh. Weißt du was? Aua. Jetzt bin ich da richtig reingelaufen. Ich sehe nichts. Okay. Naja, können wir was essen. Okay, also der hatte schon mal nichts dabei. So, warte mal, war das der richtige Baum? Ja. Und natürlich nehmen wir wieder Quatsch mit. Kann man das nicht irgendwie da raufziehen? Ach. Ja, gut. Also man wird mit Sicherheit einige machen müssen. Aber das heißt, wir werden jetzt auch öfters mal kämpfen dürfen. Aber wir werden auf jeden Fall erstmal als nächstes die Lehmmethode mal austesten. Denn Griss, ich weiß nicht, vielleicht braucht es einfach irgendwie so ein Stückchen als Deko oder so. Keine Ahnung. Warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Okay, nee, wir müssen noch weiter rüber. Oder sollen wir hier schon rübergehen? Durch den See. Da hinten. Ja, schauen wir mal, ob wir jetzt hier um den See rumkommen. Aber ich nehme an, dass dieser Lehmofen vor allem aus Lehm bestehen wird. Dazu ja auch der Name. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man das aus Lehm vielleicht bekommen könnte. Aha, hier ist ein Wagen. So, genau. Ja. Gehen wir gleich mal direkt da lang. Noch ist das mit dem Wasser ja. Ich wollte gerade sagen, noch ist das hier kein Problem. So, dann gehen wir erstmal die untersten Wege lang. Okay, aber hier haben wir auch schon welche. Ja, ist egal. Komm. Nehmen wir gleich mal alle mit, die wir hier sehen. Ah, schön. Genau. Erstmal hier unten. Na komm schon, Rimnir. Mach keinen Schmarrn. So. Hier vielleicht noch was. Aha. Okay. Ja, ist doch in Ordnung. Und war das auch eins? Nee, das war Rico. Ja, da finden wir schon. Und ein bisschen weiter oben waren ja, glaube ich, auch noch welche. Okay, hier müssen wir außen rum. So, genau hier hinten haben wir gesammelt. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, da müssten wir mal schauen.
So, jetzt haben wir wieder die Stelle. Oh. Okay, er hat es auf Anhieb geschafft diesmal. Pferdchen, Moment, wie kommen wir denn hier eigentlich rüber? Aha, hier geht's rauf. Hoffe ich doch. Schauen wir mal, ob hier oben noch was ist. Ja. Klasse. So, da hinten auch nochmal. Aha. Boah, das ist hoch hier. Ja, Rimnia ist fit, aber so hoch ist schwierig. Ja, da müssten wir uns hochbauen, oder? So, schaffst du das? Oh ne, das war nix. Nein. Ah. Okay. Schauen wir mal. Nee, da werden wir auch runterrutschen. Nee, wir müssen definitiv weiter hoch. Aha, warum seid ihr denn so unscharf? Mit komischen Texturen. Okay, aber da sind auf jeden Fall noch zwei. So. Unten sich nichts. Wartet mal. Hacken wir da mal rauf. Vielleicht haben wir ja zufällig Glück. Okay. Ja. Ein paar Mal drauf hacken, das wird ja nichts bringen. Na komm schon. Ja, nicht da oben stehen. Okay. So. Kriegen wir das eine Stückchen noch? Das eine Kleeblattchen noch? Nee, warte mal, wir müssen ja darauf. Ah, fast. Er wollte sich schon festhängen. Ja, das ist so ein bisschen... eine knifflige... Oh, jetzt fliegen wir ganz runter. Eine knifflige Stelle. Und ich bin wirklich kein Freund von Jump'n'Run. So. Ich kann mir auch vorstellen, dass das echt anstrengend... Okay, wartet mal. Wir müssen anders springen. Der bleibt nämlich immer an dem einen Felsen hier hängen. Wir müssen das anders machen. Oder kommen wir hier vorbei? Ach komm schon. Dieser dämliche Rutschmodus. Jetzt einmal probieren wir es noch, wenn nicht dann... mal. Ah, okay. So. Wartet mal. Nee, warum bin ich jetzt hier eigentlich hochgesprungen? Da müssen wir ja gar nicht rauf. Wir müssen ja darüber.
Oh, die sind wieder da. Oh. Okay. Oh, die spawnen ja super schnell. Okay, dann brauchen wir das also gar nicht so krass machen, oder wie? Ja, dann muss ich mir jetzt überlegen, wie ich das jetzt mache heute mit den Folgen. Dann können wir da oben auch noch mal ein bisschen rumspringen. Ja, das ist ja cool. Okay, ist egal. Ist egal. Also das waren die Grünen. Da haben wir jetzt auf jeden Fall einige zusammen. Oh ja, wunderschön. Super geil. Die Grünen möchte ich nämlich eh am meisten haben. Grün und blau. So, okay. Dann würde ich sagen, dann machen wir das hier auch noch mal. Aber jetzt gehen wir erstmal. Genau, das war das zweite. Okay, dann schauen wir erstmal zu dem mit dem blauen. Genau, wie viel haben wir denn jetzt hier? 56 grüne. Okay, 26 gelbe, 21 rote. Das ist doch in Ordnung. So. Wir müssen jetzt am besten, hier ist das. Wir müssen. Okay, beim nächsten Weg müssen wir rüber. Nach links. Aha, das wird diese Brücke sein. Genau. Oh, ein Steg. Okay. Cool. So. Die Brücke, warte mal. Ist das die? Genau, da müssen wir darauf. Okay, also blaue haben wir jetzt erstmal. Das ist doch. Grüne. Jetzt geht es darum, noch genügend blaue zu holen. Ich würde sagen, ich mache dann einfach zwei Folgen draus. Genau. Haufen Europalas hier. Und da auch? Das ist ja cool. Jetzt warte mal, müssen wir hier. Nee, da ist der Fluss. Wir müssen eher in die Richtung. Grüß euch. Okay. Und dann oben auf dieser Klippe nochmal sammeln und zum Friedhof gehen wir nachher. Nee, nee, nee. Schmarrn. Nur blaue und grüne. Und wir müssen ja auch schließlich zurück. Nee, da mache ich nicht zwei Folgen draus. Dann machen wir das jetzt in einer. Okay. Ja, wir müssen auf den Weg und dann außenrum. Ja, mach mal ein bisschen Abkürzung hier. Genau, da müssen wir durch. Und was für eine Klippe war das nochmal? Na, wir müssen runter, genau. Ah, nee, da war der Händler. Quatsch. Auf die Klippe rauf. Ich glaube, wir müssen da einmal außen rum. Genau, hier kommen wir nicht hin. Genau, wir müssen hier einmal außen rum. Wir müssen darauf.
Ja, ist schon recht. Sind wir da noch richtig? Aber hier geht's doch darunter. Wie kommen wir da noch mal rauf? Oder müssen wir... Ich versuche das mal, aber ich... Nee. Hier könnten wir vielleicht noch stehen. Was ist mit hier? Oh! Schön. Hier ist die Brücke. Nee, dann mache ich doch zwei, weil wir müssen ja zwischendurch mal warten. Jetzt schauen wir noch mal. Hier waren es die blauen. Genau, hier haben wir schon welche. Das Dumme ist halt, es ist Nacht. Sind die auch mitten in der Pampa hier? Nee, das ist nix. Jetzt schauen wir mal. Eine Klippe, wir könnten auch mal da drüben schauen. Auf jeden Fall möchte ich vor dem Blauen auch jede Menge haben. Oder sind die... schauen wir mal. Wenn wir hier den kompletten Weg mal abschauen. Ach, schaut doch gut aus. Hier die kompletten Klippen. Na, bloß nicht verklicken und runterfallen. So. Ja, jetzt haben wir halt da ein Problem. Okay. Oh, Nachtessenz, super. Fährt jetzt. Okay. Aha, hier gibt es also auch noch weiter mit den Dingern. Ach, klasse. Ah, super. Hier die kompletten Klippen. Wie viel haben wir? 33. Nee, ich hätte schon noch gern mehr. Also so 50 auf jeden Fall. Wartet mal. Gibt's hier oben eigentlich auch welche? Oh ja. Oh, super. Klasse. Da unten, da kommen wir aber nicht mehr vorbei, oder?
Ach nee, das ist ja bei den Händlern selbst. Nee, er hat ja gesagt, bei den Klippen. Okay, gut, schauen wir mal hier rauf. Moment, nee, da war nix. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh Gott. Ja, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, dann ist es schwierig, da das Richtige zu tun. Schauen wir mal. Ja, hier gibt es auf jeden Fall auch noch jede Menge Blaue. Okay. Ah, super gut. Okay, wie weit könnte das gehen hier? Aber hier ist dichter bewachsen. Okay. Nee, ich glaube nicht. Es ist nur da, wo man es gut findet. Okay. Ist blöd gesagt, hier oben auch? Nee. Nee, hier nicht. Ah, jetzt kommt schon Remy, hör auf zu spacken. Okay. Ja, hier ist halt alles voller Dinos. Oh. Oh, sie sind wieder da. Okay, also das geht ja schnell. Also man kann die wirklich dauerfarmen. Das ist ja super. Das ist ja cool. So, jetzt ist gut langsam. Du nervst mich. Okay, wie viel haben wir jetzt? 54. Okay, dann schauen wir jetzt noch eine Runde. Kommt der nächste Idiot. Ist halt gut, Leute. Ihr nervt mich. Also nicht ihr Leute, sondern die Dinos. Die Scheiß-Aggressivität. Komm, hau ab jetzt. Was ist das nächste Mistvieh? Okay. Aber klasse. Echt klasse. Ja, leckt mich am Arsch. Gut, dann machen wir jetzt hier noch eine kleine Runde. Ah, super. Okay, also das klappt definitiv. Okay. Wahnsinn. Super gut. So, jetzt haben wir gleich die ganze Bande am Hals. Und ich hoffe, die schmeißen uns da nicht runter. Ja, ist gut jetzt. Könnt ihr auch was anderes oder könnt ihr nur aggressiv sein? Okay. Werden wir mal nicht gierig. Hau mal ab von hier. Warte mal. Nee. Dann müssen wir da oben lang, alles klar.
Ja, cool. Jetzt haben wir noch mindestens 60, oder? 86. Nicht schlecht. Okay, dann müssen wir jetzt noch hoch zu dem anderen Kollegen. Aber wisst ihr was, Leute? Ich suche mir jetzt mal irgendwo ein sicheres Plätzchen. Und dann beende ich die Folge und ich mache dann noch eine zweite. Ich glaube, das ist am gescheitsten. Weil das ist schon noch ein ordentliches Stück bis da hoch. Okay. Okay, müssen wir mal schauen, wo wir das machen. Warte mal, wie ist das hier? Genau, das ist der richtige Weg. Irgendwo ein Platz, wo es keine aggressiven Viecher gibt. Ah, hier schaut es ja eigentlich schon ganz gut aus. Na, bleibt noch mal mit dran. Moment. Ach so, nee, da wollte ich nicht reingehen. Aber hier gibt es keine Viecher. Okay, dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Seid gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht, ob wir auch wirklich alle Rezepte kaufen können und wie es dann zurückgeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Macht's gut, ich wünsche euch was, ciao und Servus.